dann dicht auf Falconetti. Und jetzt, liebe Zuschauer, sind Sie wieder gefordert. Jetzt geht es los. Jetzt sind Sie wieder aufgerufen, Ihren frenetischen Beifall und Ihren Jubel damit die Kandidaten in den See zu begleiten. Good Prince in vorderster Linie, Sonja Daroschewski. Aber, oh, da hat es einen in den See gehauen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist die 3, Crow Easy, der Gast aus Belgien. Ja. Die 3, also ohne Reiter, aber an der Spitze Storm of Swords mit Sonja Daroschewski, die hat das clever gemacht. Die hat alle im Sack bisher. Good Prince in zweiter Position, dann Jupiter, dann Falconetti und Supervisor hat jetzt Probleme zu folgen. Es geht in den nächsten Bogen hinein und auf den nächsten Sprung zu. Storm of Swords an der Spitze, wird aber jetzt kürzer. In zweiter Position Good Prince, dahinter dann Falconetti und dahinter dann Jupiter. Und Supervisor deutlich zurück am Ende des Feldes. Es geht in die Gegenseite hinein. Storm of Swords mit Good Prince vorneweg, dahinter dann Falconetti, dahinter dann Jupiter. Das sind die ersten 4, die das sicherlich unter sich ausmachen werden. Supervisor am Ende des Feldes. Die Pferde in der Gegenseite. Gleich geht es in den großen Eichenbogen hinein. Storm of Swords an der Spitze vor Good Prince innen, dahinter Falconetti im gelb-roten Dress und dann Jupiter dicht auf. Die Pferde jetzt im großen Eichenbogen. Sonja Daroschewski, das könnte ihr 5. Treffer folgen und dann heißt es natürlich auch für sie, dass sie in den See geschmissen wird, wo sie eben noch durchgeschwommen ist mit Storm of Swords. Good Prince jetzt in zweiter Position, Falconetti ist 3. Pferd und dahinter dann Jupiter und Supervisor am Ende des Feldes. Es geht auf den Bogensprung zu im großen Eichenbogen. Storm of Swords für das Quartier von Sascha Smirczek an der Spitze mit Sonja Daroschewski. Good Prince dahinter dann für das Quartier von Elfi Schnack mit Oliver Schnakenberg im Sattel und dahinter Falconetti mit Kevin Schahn, der hier sein letztes Rennen in Bad Harzburg bestreitet, denn er wird ja Assistent von Simon Stokes auf dem Fährhof werden zum Ende der Saison. Der nächste Sprung. An der Spitze keine Veränderung. Storm of Swords vorne. Good Prince ist aber dran. Ist auf Tuchfühlung. Und auch Falconetti scheint noch eine Menge zu verkaufen zu haben. Und Jupiter, ja, der ist so weder Fisch noch Fleisch. Es sieht fast aus, als muss er ein bisschen abreißen lassen. Miguel Lopez aber an der Spitze. Storm of Swords mit Sonja Daroschewski. Good Prince bleibt dran. Falconetti ist mit dabei und auf Jupiter hat Anschluss gefunden. Einer der letzten Sprünge. Jetzt geht es gleich in die Gegenseite hinein, beziehungsweise in den Schlussbogen. Storm of Swords ist vorne. Storm of Swords an der Innenseite, aber Good Prince in lauer Stellung jetzt. Gleich auch mit dem Kurvenvorteil. Das ist klasse geritten von Oliver Schnakenberg und der setzt sich jetzt an die Spitze. Storm of Swords lässt sich aber den Schneid nicht abkaufen. Falconetti ist 3. Pferd und dahinter dann Jupiter. Jetzt geht es um den letzten Knick, aber Storm of Swords an der Außenseite. Jetzt wieder an der Spitze. Sonja Daroschewski nimmt das Heft wieder an die Hand vor, an der Innenseite Good Prince, dahinter Falconetti und Jupiter, 4 Pferde jetzt in Linie, aber an der Spitze Storm of Swords, Good Prince an der Innenseite, der letzte Sprung, Storm of Swords, Falconetti und Jupiter ist jetzt zur Stelle, Jupiter an der Außenseite mit Storm of Swords mit Jupiter, Jupiter, Storm of Swords, Jupiter an der Außenseite mit Miguel Lopez vor Storm of Swords, dahinter dann Falconetti und Jupiter wird das Rennen gewinnen mit Miguel Lopez, Jupiter gewinnt vor Storm of Swords, dahinter dann Falconetti und dahinter dann Good Prince, der wirklich alles versucht hat in der Endphase.